Mord, Miss Marple. Das war's also. Und die Mausefalle. Die Raffinessen der Queen of Crime. Mein Name ist Poirot. Hercule Poirot. Die Wochenserie im Nordwestradio. Ja, und an Miss Marple denken wir natürlich als allererstes, wenn wir an Agatha Christie denken. Und dann denken wir natürlich auch gleich an Margaret Rutherford, die die schrullige Ermittlerin in 4 Filmen verkörpert hat. Und einer, der Dame Margaret Rutherford, muss man ja sagen, in- und auswendig kennt, ein Buch über sie geschrieben hat und ein kleines privates Museum aufgebaut hat und betreibt, ist Klaus Rödder aus Mittelhof-Steckenstein, das ist im Kreis Altenkirchen in Rheinland-Pfalz. Moin, Herr Rödder. Moin, moin, Frau Unfeld. Die Miss Marple ist ja in den Romanen eine kultivierte, hochgewachsene, ein bisschen blasshäutige und zerbrechlich wirkende ältere Dame. Eigentlich das Gegenteil von Margaret Rutherford. Ich habe mir jetzt gerade die Fotos nochmal angeguckt. Allein schon dieses doppelte Doppelkinn. Agatha Christie war von diesem Casting, von dieser Besetzung, glaube ich, nicht sonderlich begeistert erst, oder? Nein, absolut nicht. Also sie hat, Agatha Christie hat sicherlich die Arbeit und die Schauspielerinnen von Margaret Rutherford sehr geschätzt. Das ist definitiv. Aber die Besetzung als Miss Marple missfiel ihr schon, weil sie eben so eine Art Schlachtross war, die Margaret Rutherford. Und sie sich eine schlanke Tante von ihr als Miss Marple vorgestellt hat. Haben die beiden sich denn am Ende aneinander gewöhnt? Ja, natürlich. Also man hat sich ja 1961 auch am Set zu 16.50 Uhr ab Paddington getroffen. Man hat nett miteinander geredet. Und als kleine Anerkennung hat Agatha Christie Margaret Rutherford sogar ihren nächsten Miss Marple-Roman Mord im Spiegel, der 1980 mit Angela Lansbury verfilmt wurde, gewidmet. Mhm. Margaret Rutherford, das ist bekannt. Im Gegensatz zu Agatha Christie mochte sie keine Leichen, beziehungsweise sie mochte eigentlich gar keine Gewalt oder irgendwelche Krimis und soll auch lange mit der Familie diskutiert haben, ob sie die Rolle annimmt. Was hat sie am Ende bewogen? Zunächst mal war Margaret Rutherford konnte nicht mit Geld umgehen und in den 60er Jahren war mal wieder ziemliche Geldnot angesagt bei ihr. Das war sicherlich eine ausschlaggebende Geschichte und natürlich George Pollock, der Regisseur George Pollock, wollte sie als Miss Marple und hat auch die Filme entsprechend ihren Wünschen ein wenig umgemodelt. Das heißt also, es wurde eine Krimi-Komödie, sodass Margaret, war ja im Fach Komödie sehr, sehr bewandert, dann letztendlich auch zugesagt hat. Also sie war, die Figur Miss Marple wurde von Pollock so geschaffen, dass sie immer so einen Schachzug gegenüber der Polizei im Voraus war. Ein weiterer Schachzug und das hat sicherlich der Geldnot im Hause Rutherford Stranger auch geholfen. Sie hat ja ihren Mann dann mit reingebracht in die Filme. Stranger Davis hieß der, als dieser tollpatschige Mr. Stranger, der ja im Roman gar nicht vorkommt. Wie hat sie das denn hingekriegt? Also das war Bedingung, sonst hätte sie wahrscheinlich nicht unterschrieben. Sie hat Stringer Davis, die beiden haben 1945 geheiratet und nach 1945 in fast jedem Film, den sie gedreht hat, mit involviert. Er war immer in einer kleinen Rolle mit dabei, meistens so als Helferlein oder als Butler oder sowas in der Richtung. Mhm. Es hat ja später auch ganz andere Miss Marple-Darstellerinnen gegeben, diverse Filme, auch BBC-Fernsehproduktionen. Kommt für Sie persönlich jemand anders als Margaret Rutherford überhaupt in Frage für diese Rolle? Nein, definitiv nicht, nein. Also sie ist für mich die Ur-Miss Marple. Es gab vor Margaret Rutherford schon eine Miss Marple, Crazy Fields, aber das war eine Fernsehproduktion. Und also alle meine Jahrgänge, ich bin Jahrgang 63, die sind alle mit Margaret Rutherford aufgewachsen und die alle meine Freunde und alle Fans, die mit Margaret Rutherford, die können sich keine andere Miss Marple vorstellen als Margaret Rutherford. Sie haben sie kennengelernt beim Fernsehen gucken mit der Oma auf dem heimischen Sofa. Genau, 1972 im blühenden Alter von 9 Jahren. Ja. Sie haben ganz kurz zum Schluss, Sie haben ja auch eine Reise unternommen zu den Drehorten dieser Filme. Wie war das für Sie? Eine geführte Reise. Also ich habe die Drehorte alle aufgesucht von etwa 1998 fing das an bis 2008, 2009 habe ich dann alle Drehorte so aufgespürt und habe dann 2014 eine geführte Miss Marple Tour gemacht mit 9 Leuten zusammen. Es war eine tolle Geschichte. Ja, und in Ihrem Museum gibt es auch ganz exquisite Stücke. Darüber finden wir auch mehr Informationen auf der Internetseite, wenn Sie uns die kurz nochmal nennen. Ja, das ist www.margaretrutherford.com. Ja. Also Margaret Rutherford einfach zusammengeschrieben, auch ein Wort. Informationen zum Buch gibt es dann auch. Die haben ihre Methoden. Wir die unseren Mr. Stringer, so ist es richtig, Dame Margaret Rutherford, auf den Spuren von Miss Marple, so heißt das Buch, erschienen im Büsche Verlag. Und ich bedanke mich herzlich bei Klaus Rödder. Bitteschön.